Heidi und der Geißenpeter sind die ersten Betrüger, die mich heute anrufen. Ich bin der Callcenter-Crasher und vermute, dass es nicht der Geißenpeter war, sondern eher der geistarme Peter. Gleich kommt wie immer das Intro und danach könnt ihr euch vom Geisteszustand und der Intelligenz des komischen Betrügers überzeugen. Viel Spaß mit dem heutigen Video! Jo. Hallo? Jo, Ja, da. hallo? Spreche ich gerade mit Lasse? Jo. Also, ich bin Heidi. Wie geht es Ihnen? Alles gut? Jo, alles gut. Okay, es freut mich. Also, ich bin Account Manager. Ich melde mich von Oil Profit. Erkennen Sie Oil Profit Anmeldung von heute, Lasse? Jo. Okay. Und? Ich bin hier eigentlich, um die Aktivierung Ihres Kontos zu helfen. Das ist alles. Na dann machen Sie, dann Mal aktivieren Sie mal. Bitte? Dann aktivieren Sie mal. Nein, Sie machen das. Ich helfe Ihnen. Das ist alles, Ja, Herr Lasse. Sie haben doch gesagt, Sie sind dazu da, um mein Konto zu aktivieren. Dann sage ich ja, dann aktivieren Sie doch mal. Wie bitte? Was, wer ist da jetzt? Hallo, hallo. Was haben Sie gesagt? Das möchte ich gern wissen. Wer sind Sie denn überhaupt? Wer sind Sie denn überhaupt? Sie sind doch ans Telefon gekommen. Sie sind Herr Lass, oder? Sie haben eine Anmeldung heute gemacht. Und der Und wer Frau, sind die Sie? Frau, und die Frau möchte Ihnen gern helfen, um ihrem Konto aktiv zu stellen. Und wer sind Sie jetzt? Ich bin dein Vater, du Hurensohn. Hallo Verpiss dich mal von Scammer! mir. Hallo Verpiss Scammer! dich mal von mir. Ich Ja, schmeck deine Familie, du kannst du die hast Lüge doch, nicht mischen. wie willst du Du denn ficken? Du Hurensohn. hast doch gar keinen Schwanz, du bist doch selber eine Muschi. Du hast doch gar keinen Schwanz. Was ist los mit dir, Frag kleiner deine Mutter. Frag deine Mutter, sie weiß nicht, ob ich einen habe. Ey, lern doch erstmal Deutsch. Lern doch erstmal Deutsch. Lern doch mal. Bist du zu dumm zu, ne? Du bist ja wie Gorilla im Wald. Sind Sie fertig? Ja, super, bravo. Bravo. Was wollen Sie jetzt? Du hast mich doch angerufen. Ah, und Sie haben uns angerufen. Nee, habe ich nicht. Ja, okay. Ja, So viel Spaß. ja, so Fick viel dich, dumm, so okay? viel Fick dumm, dein so viel Paket. dumm, ja, so viel dumm. Du willst ficken, du hast doch keinen Schwanz. Hallo? Inspektor, wo... Hallo, schönen guten Tag. Guten Thomas Tag. Hansen, Thomas Hansen ist am Apparat. Spreche ich mit Herrn Max Hunter? Ja. Herr Hunter, Sie bekommen meinen Anruf von Chain Analysis Monitorings Abteilung. Von was bitte? Von Chain Analysis Monitorings Abteilung. Möchte ich eine Information mit Sie überprüfen? Es geht um Werbungen und unerlaubte Plattformen im Internet. Wir haben eine offizielle Information, dass Sie mit nicht lizenzierten Plattformen oder Broker zusammengearbeitet haben. Wie ist der Erfahrung damit? Können Sie mir kurz klären? Ja, ich möchte gerne wissen, wer sind Sie und weswegen rufen Sie an? Sie sprechen sehr undeutlich. Thomas Hansen ist am Apparat und Sie bekommen meinen Anruf von Chain Analysis Monitorings Abteilung. Kennen Was Sie ist unsere das für eine Firma? Abteilung? Was ist das? Organisation, die gegen betrügerische Aktivität kämpft Wie auf dem heißt Ihre Finanzmarkt. Organisation? Chain Analysis. Chain Analysis. Ah, und dann haben Sie sicherlich als Genau. Organisation auch eine Webseite, richtig? Haben wir unsere Website, genau. Chainanalysis.com ist unsere Website. So, dann buchstabieren Sie mal, wie es geschrieben wird. C wie Cäsar. Ja. H wie Heinrich. Ja. A wie Anton, Ja. I wie Ida, Ja. N wie Norbert, Ja. A wie Anna, Ja. L wie Ludwig, Ja. Y, Ja. S wie Siegfried, Ja.
I wie Ida. Ja. S wie Siegfried und .com. .com. Com. So, dann öffne ich die Seite mal. Es ist eine Untersuchung auf dem Fischmarkt hier, wenn Sie beschädigte Leute sind, wenn Sie waren betrogen von diesen Leuten. Deswegen, diese Information sollen wir auf jeden Fall überprüfen, wenn Sie schlechte Bitte was? Ich verstehe Sie leider sehr schlecht. Sie reden sehr schnell und Sie reden sehr undeutlich. Haben Sie jemanden, der Deutsch spricht und versteht? Ich spreche auf Deutsch, Herr Hunter. Nein, das ist sehr schlechtes ist Deutsch. Ich verstehe Sie nicht. Wir eine Information mit Sie überprüfen, wenn Sie beschädigte Leute auf dem Finanzmarkt sehen. Ich verstehe Sie leider nicht. Was sagen Sie? Ich entschuldige mich. Ja, haben Sie jemanden, der Deutsch spricht? Hallo? Hallo, spreche ich mit Herrn Stefan Meyer? Ja. Mein Name ist Nadine Broch, ich rufe Sie wegen Ihrer Anmeldung für Online-Handel. Hallo, es ist ja... Ich verstehe Sie kaum, es ist sehr laut bei Ihnen. Ja, ich rufe Sie wegen Ihrer Anmeldung für Online-Handel an. Erinnern Sie sich daran? Ja, die habe ich gerade eben erst gemacht. Oder von welcher Anmeldung reden Sie? Ja, Sie haben Ihre Daten unter unserer Werbung gelassen. Es geht um das Trade Bitcoin System. Stimmt das? Trade Bitcoin System? Weiß ich gar nicht. Welches ist jetzt Ihre Plattform? Ich habe mich auf mehreren angemeldet. Bitcoin System, Bitcoin X System. Und Ihre Plattform heißt Bitcoin System? Ja, genau, das unsere Werbung war. Ja, ich habe ja nach Ihrer Plattform gefragt. Ja, dann, unsere Plattform heißt Invest Verify. Ah ja. Hallo? Hallo, spreche ich mit Herrn Stefan Meyer? Ja. Ich rufe Sie wegen Ihrer Anmeldung für Online-Handel an. Erinnern Sie sich daran? Ja, ich habe mich auf mehreren Seiten angemeldet. Welches ist jetzt Ihre Seite? Bitcoin System. Mhm. Und ich bin Ihre Kundenberaterin. Also es ist meine Aufgabe, Ihnen zu helfen, alles zu erklären und Ihnen dann zu helfen, Ihr Handelskonto zu aktivieren. Na, dann erklären Sie mal. Okay. Dann, wir arbeiten mit dem Finanzmarkt, genau gesagt mit dem Preisunterschied. Mit anderen Worten, wir kaufen billige und verkaufen teurere. Für unsere Kunden haben wir zwei Varianten der Zusammenarbeit. Die erste Variante ist der Handel mit einem Experten. Unsere Analytiker haben über 10 Jahre... Und schon wieder. Hallo? Hallo, spreche ich mit Herrn Stefan Meyer. Ja, wer ist da? Ich rufe Sie wegen Ihrer Anmeldung für Online-Handel an. Erinnern Sie sich daran? Den Text habe ich gerade schon mal gehört. Da hat jemand schon mal angerufen und hat einfach aufgelegt. Ja, aber darf ich fragen, warum Sie haben Ihre Daten unter unserer Werbung gelassen und dann sprechen mit mir nicht? Ja, ich habe doch mit Ihnen gesprochen. Sie haben doch aufgelegt. Ja, aber ich habe nicht Ihnen erzählt, wie unser Unternehmen funktioniert und welche Etappen haben wir. Ja, konnten Sie auch gar nicht, weil Sie vorher aufgelegt haben. Ich habe gefragt, wie das bei Ihnen funktioniert und Sie haben aufgelegt. Mhm. Ja. Dann darf ich Ihnen erzählen oder nicht? Ja, ich bin mal gespannt, ob es heute diesmal länger geht. Erzählen Sie. Super. Für unsere Kunden haben wir zwei Varianten der Zusammenarbeit. Die erste Variante ist der Handel mit einem Experten. Unsere Analytiker haben über 10 Jahre Erfahrung auf den Finanzmärkten. Und die zweite Variante ist mit einem Roboter, die sogenannte künstliche Intelligenz. Welche Option passt Ihnen am besten? Das weiß ich noch nicht so genau. Ich möchte erstmal wissen, was man bei Ihrer Firma verdienen kann. Dann okay. Ich möchte Ihnen von den Etappen unserer gemeinsamen Arbeit erzählen. Sie aktivieren Ihr Konto ab einem Betrag von 250 Euro. Dies ist der Mindestbetrag zur Aktivierung Ihres Handelskontos. Dann senden Sie mir eine Bestätigung, die ich die Finanzabteilung weiterleite. Und sobald das Geld auf Ihrem Handelskonto gut geschrieben ist, rufe ich Sie an. Sie loggen sich auf Ihre Handelsplattform ein, ändern zu Ihrer eigenen Sicherheit Ihr Passwort und wir vereinbaren einen Termin mit Ihrem Spezialisten.
So, jetzt haben Sie aber meine Frage noch nicht. Ach, Sie Und war dann, noch nicht ja, und ich fertig. kann, warten bitte, ich kann Ihnen nicht versprechen, dass Sie in den ersten Monaten Ihrer Zusammenarbeit mit uns ein Millionär werden. Aber ein stabiles Einkommen ist möglich. Im Durchschnitt erhalten unsere Kunden am Anfang 1000 bis 3000 pro Monat. Sie werden etwa 5 Euro oder 15 Euro pro Tag verdienen. Die Verdiensthöhe auf dem Finanzmarkt hängt von verschiedenen Aspekten, wofür eine Analyse durchgeführt wird. Es können sowohl wirtschaftliche wie Inflationsseits als auch politische und Kulturergebnisse sein. Deshalb bieten wir einen Analytiker ein, der technische, fundamentale, induktive und Analysen durchführt. Und jetzt, das war jetzt alles, was Sie sagen konnten. Was Hallo. möchten Sie noch hören? Sie haben gerade gesagt, ich kann 5 € am Tag verdienen und 1000 € im Monat. Von So, lassen Sie mich, ich habe Sie ausreden lassen, dann bis lassen Sie mich, 3000, dann bis lassen Sie mich 3000 bitte haben Sie gesagt. ausreden. Ich habe Sie ausreden lassen, dann lassen Sie mich auch ausreden. Sie haben gesagt, 5 € am Tag. Das wären dann im Bis Prinzip, 15 habe ich gesagt. lassen Sie mich doch mal ausreden. Warum unterbrechen Sie mich eigentlich dauernd? Sagen Sie, bitte. Sie unterbrechen mich doch sowieso. Also sagen wir mal 15 €. 15 € im Monat, das wären 150, das wären, ja, 450 €. Wie kommen Sie dann auf 1000 bis 3000 € im Monat? Wie bitte? Ach, hören Sie mir gar nicht zu? Ich höre Sie. Aber Sie beginnen mit einem Betrag von 250 € und möchten 10.000 verdienen, Nein, oder was? das hab ich nicht gesagt. Ihre Schätzung über meinen Verdienst, der stimmt doch gar nicht. Sie haben gesagt, 5 bis 15 € im Monat, am Tag, richtig? Ja, wenn Sie investieren, 250 €, aber wenn Sie möchten mehr investieren, dann können Sie mehr verdienen. So, nochmal. 5 bis 15 €, das sind im Monat wie viel? Wenn Sie investieren 250, wenn Ja, Sie möchten nochmal die mehr Frage. verdienen, dann ist Verstehen Sie meine Sprache nicht? Sie haben gesagt 5 bis 15 € im Monat, am ja, ich Tag. weiß, was Lassen Sie ich mich habe doch gesagt. einmal ausreden. Unterbrechen Sie mich nicht dauernd. Sie haben gesagt 5 bis 15 € im Monat. Das wären 450 € am Tag. 450 € im Monat. Wie kommen Sie dann auf 1000 bis 3000 €? Da geht verschiedene Aktien und Sie können mehr verdienen und mehr investieren. Nee, Sie haben gesagt, für 250 € verdiene ich 5 bis 15 € am Tag. Das wären 450 Das ist Euro. Und Sie Minimalsumme, unterbrechen sich mich doch. minimal. Sie unterbrechen mich doch schon wieder. Schreien Sie bitte nicht auf Ich mich schreie Sie an. gar nicht. Sie unterbrechen mich. Sie sind dermaßen unfreundlich. Sie sollten mich einfach mal Ja. aussprechen lassen. Ja, genau. Sie sollten mich mal ausreden lassen. Ja, dann möchten Sie nicht investieren, oder was? Ich weiß ja doch gar nicht, was Ihre Firma macht zum Beispiel. Ich habe Ihnen erzählt, Wo ist der Sitz Ihrer Firma? Bitcoin System. Sie verstehen meine Sprache gar nicht. Ich habe gefragt, wo der Sitz Ihrer Firma ist. In Köln. In Köln. Sie sind eine Und deutsche wir Firma. arbeiten, Sie sind eine ja, deutsche und wir Firma. arbeiten Sie sind eine in deutsche verschiedenen Firma. Ländern. Sie müssen mich nicht dauernd Lassen Sie mich unterbrechen. sprechen. Ja, Sie unterbrechen mich doch genauso dauernd. Ich habe Sie gefragt, Sie sind eine deutsche Firma. Haben Sie ja gesagt oder nicht? Oder nicht? Ah, Sie sind also keine deutsche Firma. Hallo? Ja, hallo, schönen Tag, spreche ich mit Herrn Adamczyk? Ja, ist richtig. Sehr schön, mein Name ist Liam Siegel und ich rufe Sie von Onlinehandel an. Ich melde mich von FinanzX Brand. Von welchem Brand? FinanzX Brand. Sagt mir so gar nichts. Aber erzählen Sie mal.
So, wir haben gesehen, dass Sie vorher Interesse im Onlinehandel gezeigt, deswegen habe ich Ihnen schon telefoniert. Wir haben schon mal telefoniert. Hören Sie mich, Herr? Ja, wir haben schon mal telefoniert, sagten Sie. Wir haben gesehen. Was haben Sie gesehen? Hallo. Dass Sie vorher Interesse im Onlinehandel gezeigt, deswegen habe ich Ihnen schon telefoniert. Ja, Sie haben also schon mal angerufen, oder was meinen Sie? Ein Moment bitte. Ja? Hallo? Hallo? Ja, wer ist da jetzt? Einen schönen guten Tag, mein Name ist Darley, spreche ich mit denn hier? Hartmazik Thomas? Nee, Hartmazik heißt das nicht, Hadamzik. Also, okay, vielleicht hier ist ein Fehler, kein Problem, aber Herr Thomas sind Sie, das nee, bin ich. Nein, richtig. Nein, Herr Hadamzik heiße ich. Okay. Erinnern Sie sich, Herr Hadamzik, dass Sie eine Anmeldung gemacht haben über Online-Investitionen? Ich habe mehrere Anmeldungen gemacht, richtig. Genau. Eine von denen ist auch das, was Sie in unserer Firma gemacht haben. Ich bin Support von dieser Firma und ich möchte Ihnen kurz also ein paar Informationen eingeben, wie es bei uns funktioniert und was das genau ist. Ja, dann natürlich, wenn das in Ordnung für Sie ist. Ja, dann geben Sie mal Informationen, ja. Danke sehr. Wenn ich fragen darf, Herr Thomas, haben Sie vorher erfahren? Herr Hadamzik, Herr Hadamzik ist mein Name. Herr Hadamzik, haben Sie vorher Erfahrung oder ist das Ihr erstes Mal? Mit was, mit dem Registrieren? Über Onlinehandel. Ja, natürlich. Ich bin Verkäufer bei eBay und bei Amazon. Bin ich Verkäufer, richtig. Sehr schön, super. Es freut mich sehr. In unserer Firma, Sie haben die Möglichkeit, damit Sie mit einem automatisierten Handelssystem arbeiten können, mit der künstlichen Intelligenz. Und dieses System arbeitet selber für Sie, mit den Positionen zu öffnen und schließlich Profite für Sie erreichen. Natürlich, Herr Hadamzik, da haben Sie auch das zweite Möglichkeit, damit Sie auch mit einem manuellen System arbeiten können. In die beiden Seiten, Sie haben die Möglichkeit, damit Sie das erst für eine Woche testen können, damit Sie sehen, ob Sie erfolgt sind mit den Profiten, die Sie mit uns erreichen können und in der Zwischenzeit überlegen, ob Sie das weiter möchten oder nicht, ob das Ihnen gefällt oder nicht. Und wenn es ja, werden Sie weitergehen mit uns zum Arbeiten. Und wenn es nicht, ist überhaupt kein Problem. Sie können jederzeit aussteigen, Ihr Kapital zusammen mit den Profiten, die Sie in dieser Woche erreicht haben, den Konto schließen und es ist alles fertig. So, haben Sie mich verstanden, Herr Hadamzik? Ja, ein bisschen holperig. Wie heißt Ihre Firma nochmal bitte? Ja, unsere Firma heißt Finanz. Haben Sie eine Webseite? Ja, natürlich haben wir eine Webseite. Können Sie mir die mal buchstabieren, bitte? Ja, F wie Friedrich. Ja. I wie Ida. Ja. N wie Nordpol. Ja. A wie Anton. Ja. Eine A. A wie Anton. Nochmal? Eine A wie Anton. Also dreimal ein A? Nein, einmal. Also F wie Friedrich, I wie Ida. Sie müssen mich nicht anschreien, bitte. Ich schreie nicht. Ja, also. Sie haben dreimal A gesagt. Also nur einmal A. Genau, einmal A. Und dann kommt C wie Cäsar. Ja. I wie Ida. Ja. X, eine X. Ja. Punkt. P-O-M. Punkt com. Punkt com. Genau. So, dann schauen wir, ich habe es mal aufgeschrieben, dann schauen wir doch mal. So. Okay.
hoffen wir, damit Sie den richtigen Seite finden können. Ja, wenn Sie es richtig buchstabiert haben, dann kann ich das ja auch finden. Ja, das habe ich richtig buchstabiert. Und bei uns hier, Herr Damsig, Sie haben die Möglichkeit, damit Sie mit 250 Euro, 500 oder 1000 uns zu testen. Also das 250 Euro ist ein minimaler Betrag, damit Sie erst sehen, wie das weiter funktioniert, damit Sie unsere Firma testen können. Ja gut, was kann ich denn mit Ihren Projekten verdienen überhaupt? Genau, das ist an Ihrem Interesse, wo Sie Interesse haben und über was Sie investieren möchten. Und mit diesem Kapital werden Sie ein paar Profite wirtschaften. Natürlich, die Profite kann ich Ihnen nicht exakt sagen, wie viel Profite Sie am Tag. Naja, ungefähr. Das gehört die Bewegung, wie hoch die Bewegung ist. Weil wie Sie auch wissen, weil Sie sind eine Verkäuferin, die Bewegung läuft jeden Tag, jede Sekunde. Ja, deswegen ein Mit 250 Euro natürlich werden Sie ein kleines Kapital verdienen. Ja. Und wenn Sie mit mehr Geld investieren, natürlich werden Sie mehr Profite verdienen, also mehr Profite erwirtschaften. Ja, darf ich jetzt fragen? Ja. Dann sagen Sie mir mal, aus 250 Euro, wie viel Prozent kann ich da im Monat mit verdienen? Nur grob, in Prozenten. Also, ich sag Ihnen so, mit genaues Kapital kann sein, dass Sie mit 250 Euro bis am Ende des Monats 2000 oder 3000 insgesamt verdienen. Ah ja, das hört sich gut an. Genau. Weil 250 Euro ist ein kleiner Betrag. Wenn Sie mit 500 anfangen, dann werden Sie mehr Profite haben. Deswegen kann ich Ihnen nicht eine richtige Kapital sagen. Also kann sein 2000, kann sein 3000 oder mehr. Das gehört die Bewegung. Ja, das haben wir haben ja nun gesagt. Das, was wir bis jetzt gesehen haben, ungefähr geht so bis 3000 am Monat. Ja, von 250 Euro. Genau. 250 Euro kann ich bis 3000 Euro im Monat machen. Genau, mit 250 Euro. Nur mit einem kleinen Kapital. Ja gut. Und handeln Sie auch selber? Ja, natürlich. Ja? Und was haben Sie so eingesetzt? Klar, wenn ich das Arbeit mache, ist es schon klar, dass ich auch selber arbeite. Nochmal, wie war die Frage bitte? Wie viel haben Sie denn eingesetzt? Also ich habe mehr als 10.000 investiert. Und natürlich, ich bekomme momentan viel sehr große Profite. Und ich habe mit dem Bitcoin investiert. Weil die Bitcoin, ich habe vorher das gemacht, also und es läuft immer noch, weil die Bitcoin war sehr hoch. Deswegen. Wie hoch ist denn der Bitcoin jetzt gerade? Noch einmal bitte, weil die Verbindung ist sehr schlecht. Die Verbindung ist gut. Es ist sehr laut bei Ihnen. Ich höre Sie hervorragend. Die Verbindung ist sehr gut. Ja, genau. Sorgen Sie mal für Ruhe. Okay, noch einmal bitte fragen Sie mich. Jetzt vielleicht ist es ein bisschen besser. Ja, das weiß ich noch nicht. Wie steht denn der Bitcoin zurzeit? Es ist mit 49.000, die Bitcoin jetzt. In Euro? Also Bitcoin gegen Euro. Bitcoin momentan ist 49.000, also hochgestiegen. Momentan, jetzt, in dieser Zeit. Oder in US-Dollar oder in Euro, das ist überhaupt kein Problem. Die Bitcoin momentan ist mit 49.000 hochgestiegen. 49.000, was denn, Euro oder Dollar? Das ist überhaupt kein Problem. Nee, ich habe Hallo. Meine Frage war ganz einfach. Wie viel Euro kostet dein Bitcoin zurzeit? Das war meine Frage. Ja, eine Bitcoin momentan kostet
49.000. Oh, dann haben Sie wenig Ahnung. Der Bitcoin steht momentan bei 58.767 Euro. Also 49 und... Nein, nein. Kann ich Ihnen 100% sagen? Ich sehe es gerade im Internet. 58.767. Okay, ich gehe rein in meinem Konto. Ich muss in mein Konto reingehen. Genau, ja. Sehen. Übrigens, wäre nett, wenn Sie mich nicht dauernd unterbrechen würden, ja? Wie bitte? Ja, genau. Es wäre schön, wenn Sie mich nicht dauernd unterbrechen würden. Ja, es dauert ein bisschen, damit ich den Konto in die Computer von der Arbeit öffnen kann. Ja, und Sie handeln... Und Sie handeln bei Ihrer eigenen Firma? Ja. Das ist doch, glaube ich, auch verboten. Natürlich mit meiner Firma. Ja, und schon reden Sie wieder dazwischen. Das ist ja doch verboten, weil Sie handeln ja dann, das sind ja dann Insidergeschäfte. Das ist meine private Sache. Und das nein. Ich mache, ob ich arbeite oder nicht. Ich habe auch nicht so viel Zeit her, Herr Danzig. Ich muss meine Arbeit jetzt schließen für 2 Minuten. Jetzt kurze Frage. Haben Sie Interesse oder möchten Sie damit wir einen Termin für morgen vereinbaren können und über dieses Thema zu sprechen? Ja, dann rufen Sie mich morgen nochmal an. Um wie viel Uhr bitte? Würde ich sagen, um 12. Aber pünktlich bitte. Um 12 Uhr. Bitte nicht vergessen, mein Name ist Starly, okay? Nehmen Sie das wie als ein Kennwort. Wie ist Ihr Name? Starly. Mein Name ist Starly. Okay? Wie schreibt sich das? S wie Siegfried, die erste Buchstabe. T wie Theodor, A wie Anton, R wie Roth, L wie Ludwig, E wie Emily und Ü wie Y. Starly? Okay? Übrigens, genau, Starly. Y heißt nicht Ü, sondern Y. Genau, aber auf Englisch heißt Starly. So ja, aber, ist mein Name. Aber genau. Auf Englisch heißt Y, Y. Also, ich schreibe noch einmal. S wie Siegfried, T wie Theodor, A wie Anton, R wie Roth, L wie Ludwig, E wie Emily und Y. Ja, Y. Also, Sie haben Ü ist ja ein anderer Buchstabe. Y ist der englische Buchstabe Y. Ich habe nicht so viel Zeit jetzt. Ja. Double Y. Okay, aber so lautet die Name. Die englische, ich weiß nicht, ob Sie das mit Grammatik... Aber Sie kennen, ich glaube, Sie können nicht, Sie können gar nicht Deutsch buchstabieren. So. Morgen um 12 Uhr haben wir den Termin, okay? Ja, aber bitte pünktlich. Schöne, gute Nacht. Aber bitte pünktlich. Pünktlich, das verspreche ich Ihnen. Alles klar. Okay. Danke sehr. Ja. Auf Wiederhören. Ciao. Ciao. Ü wie Y. Boah. Die ist schon ein bisschen grantig, ne? Die Tussi geht ja mal gar nicht. Was bildet die sich eigentlich ein? Ja, die hat die Weisheit mit Löffeln gefressen. Sicher. Und hat keine Ahnung. Der Bitcoin in Euro 49.000. Alter, deswegen habe ich extra nachgefragt. Alter Falter. Und ja, Euro oder Dollar, das ist doch egal. Ja, natürlich ist das egal. Es können auch Slotty sein. Wäre auch egal, ne? Ja, der Rubel rollt, ne? Ja. So, das war Finanzix. Hallo? 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 Hallo, wer ist da? Einen schönen guten Tag, Frau Eleni am Apparat, Herr Damsig. Wir haben gestern zusammen gesprochen. Ja, war wohl nicht kein bleibender Eindruck. Worum geht's? Ach so, ja, richtig. Sie wollten heute um 12 anrufen. Ja, stimmt, richtig. Ja, und erst wollte ich Ihnen sagen, sollen wir ein bisschen später sprechen, weil gerade bin ich in einem Meeting mit meiner Mitarbeiter. Deswegen möchte ich Ihnen pünktlich um 12 Uhr anrufen, zu sagen, können wir ein bisschen später sprechen, okay? Ja, deswegen, worum geht's denn eigentlich nochmal? Soll ich die für halbe Stunde erreichen?
Es geht, ich meine Frage, worum es geht. Was bieten Sie an? Das haben Über Sie ja noch gar nicht gesagt. Ja, das. Ich habe keine Zeit momentan. Ja, dann habe ich auch keine Zeit für Sie. Wenn Sie keine Zeit für Ihre Kunden haben. Hallo? 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 Ja, sind Sie da? Sind Sie da? Ja, Adamsik. Ja, ich bin die Frau Starley. Ja? Dass wir pünktlich um 12 Uhr gesprochen haben. Ich fahre mit ja, dem aber Chef in Termin und ich ja, ja, das pünktlich um 12 heißt um 12 nicht anrufen und sagen, ich habe jetzt keine Zeit. Das ist sehr unzuverlässig. Schauen Sie. Ich schaue nicht. Wenn ich keinen... Okay, hören Sie. Das machen Sie schon. Also, ich habe es pünktlich Sie um 12 Uhr erreichen. Ja, aber nicht um etwas zu besprechen, sondern nur um mir zu sagen, dass ich keine Zeit aber habe. Leider war ich in einem Gespräch. Warum? Mit ja, warum? Chef. Ja, warum rufen Sie dann an, wenn Sie gar keine Zeit haben? Jetzt habe ich Zeit. Ich hätte nicht um 12. Aber ich hätte Ihnen versprochen, also dass ich mit meinen um Partnern, mit meinen Partnern, ja. Also ich erwarte mit Firmen, mit denen ich zusammenarbeiten würde, ein anderes Verhalten. Das finde ich sehr unprofessionell. Nochmal bitte? Sie verstehen wieder schlecht. Ich finde Ihr Verhalten sehr unprofessionell. Nee, das ist nicht unprofessionell. Doch, das ist ganz unprofessionell. Ich arbeite mit Ihnen. Sie reden ja permanent dazwischen. Sie wollen doch... Hallo, aufwachen! Aufwachen, mal nicht... Hallo, hallo! Nee, nicht hallo. Hallo! Mal zuhören, statt immer nur reden. Ja, ich muss Ihnen das erklären. Nee, Sie müssen gar nichts erklären. Sie sind sehr unzuverlässig. Schauen Sie. Ich schaue nichts. Hören Sie. Ich bin hier nicht Zeit mit den Kunden, so wie Sie verlieren, okay? Wenn ich dran ja, wenn Sie keine Zeit haben, warum rufen Sie denn jetzt wieder an? Um 12 Uhr pünktlich und wenn ich Sie morgen warum rufen um Sie denn jetzt nochmal an? Sage, wenn Sie, hallo, 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 aufhören zu reden. Hallo, nein. Hallo, nein. Hallo, 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 hallo. Hören Sie jetzt auf, zu reden? Ich werde mit komischen Firmen, die so unzuverlässig sind, nicht zusammenarbeiten. Haben Sie das verstanden? Mal ehrlich, hättet ihr mit so einer unprofessionellen Firma zusammengearbeitet? Man macht mit diesem Laden einen festen Termin, um die Strategie zu besprechen, und die Tussi geht zu dem Termin in ein Meeting. Na klar, so machen seriöse Berater das. Und dann redet sie permanent dazwischen und hört nicht auf zu sabbeln. Seriöser geht es ja kaum. Wie ihr gehört habt, habe ich ihr erstmal meine Meinung gegeigt, aber wie zu erwarten war, hat sie es nicht verstehen wollen. Was hättet ihr an meiner Stelle getan? Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Damit ihr genug Zeit zum Schreiben habt, entlasse ich euch aus dem heutigen Video. Danke fürs Dabeisein, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Callcenter-Crusher.